Das hier ist das Gesicht der Selbsthilfe. Wusstet ihr eigentlich, dass ich in dem Gesicht von der Selbsthilfe einen Pfeil versteckt habe? Weil ihr wisst ja, dass die Selbsthilfe mit dem Brustkorbpfeil quasi uns unterstützt. Wenn ich einen Pfeil male, dann würde ich den so ungefähr so malen. Gell? Jetzt nehme ich diesen Pfeil, orientiere mich an ihm, teile ihn sozusagen in zwei Teile, mache hier wieder meinen Pfeil, mache darunter die Nase, das ist einfach ein ovaler Kreis, und mache darunter einen Bogen. Und schon habe ich die Selbsthilfe. Und den Schrumpf, den fiesen Schrumpf, den kann ich auch so zeichnen. Ich mache hier wieder die Teilung sozusagen von meinem Pfeil, dann mache ich den Pfeil aber nach unten, so, damit er fies schaut. Und mache hier wieder seine Nase und hier so sein griesgrämig schauender Mund. Und so könnt auch ihr das zeichnen.